Ciao und willkommen zu einem neuen Dokkan Battle Video. Es ist Sonntag gerade bei mir. Heißt, wir haben noch wenig Zeit, wie ihr sehen könnt, bis dieses schöne Angebot endet, was uns diese Banner bieten. Und da es immer noch leichte Probleme gibt, was das Liefern der Stones angeht, habe ich mich jetzt entschieden, bevor ich das wieder ganz spontan und zum Abend hin mache und es so lange dauert, meine letzten Summons zu machen, was das Rose Banner angeht. Bei Vegeto werde ich vielleicht danach nochmal aufnehmen heute Abend, dann, das werde ich mir nochmal ein bisschen überlegen, weil ich... Ich sollte jetzt machen, ich werde weiter reingehen, das ist keine Frage. Das ist wirklich keine Frage, ich möchte diesen Vegeto haben. Aber ich möchte erst einmal meine Rose Steps beenden, das ist auch keine Frage, weil dieses Angebot ist halt wirklich ziemlich gut. Tickets werde ich mit Ryosuke, wie gesagt, machen, da ist auch nochmal eine Chance. Aber, falls ihr mein letztes Summon-Video nicht gesehen habt, dürft ihr das erstmal abchecken. Wir werden aber nochmal ins Vegeto Blue Banner reingehen, keine Frage, ich nehme mal an, das haben die meisten von euch gesehen. Ihr seid ja recht aktive. Ehre an euch auch mal. Ehre an euch. Summon-Videos guckt ihr euch echt aktiv an und bemitleidet mich auch manchmal und lacht mich aus. Das ist schön. Wir werden nochmal ins Vegeto-Banner reingehen irgendwie. Ich möchte das auch noch machen, bevor das vorbei ist. Ich habe leider noch 230 Stones inzwischen. Ich weiß gar nicht, wie viel diese Steps jetzt alle kosten. Ich werde keine extra Multis machen wie bei Vegeto, glaube ich. Ich weiß nicht, wie viel ich danach noch übrig habe. Oh Gott, ich glaube nicht mal mehr genug für 3 Multis. Werde ich sehen. Vielleicht muss ich mir tatsächlich was über den Shop kaufen. Das wäre ein bisschen scheiße. Aber egal, das Rose Banner beinhaltet den STR Rose einerseits, gegen den ich nichts hätte, weil es macht ziemlich Spaß mit meinem Extreme Team, heißt, ich wäre absolut nicht mad. Man könnte sagen, ich überlege ihn zu halten. Omega habe ich schon, brauche ich nicht. Super Saiyan 3 Broly habe ich auch mit Dupe, brauche ich nicht. Cooler habe ich inzwischen auch, brauche ich nicht. Super 17 hätte ich nichts gegen. Dann hätte ich alle Neogod-Lieder außer Vegeta. Black brauche ich nicht, habe ich schon mit Dupe. Zamasu, der ist not bad, würde mich nicht stören so sehr. Und ja, also beim Banner insgesamt Rose, Super 17 und Zamasu. Also am besten aber Rose natürlich. Ich denke, jetzt noch einen Schluck. Ausnahmsweise mal aus einer Flasche. Keine Schleichwerbung. Ich wünsche, es wäre eine, ihr auch. Und dann gehen wir, würde ich sagen, in den ersten 20er Multi im Rose Banner. Wie gesagt, den ersten 10er habe ich schon gemacht von beiden, habe ich letztes Mal erwähnt. Auf Twitter auch gepostet, was ich bekommen habe. Hier habe ich den Cooler bekommen. Das ist recht trash gewesen. Mal sehen, was heute so drin ist. 5 Schiffe, das ist schon mal ein gutes Zeichen, meiner Meinung nach. Rainbow. Und bei... Es geht gut los. Wir starten mit einem Thank You Dragon Balls und... LOL! Gleich einer der Karten, die ich gerne hätte haben wollen. Damit habe ich alle Neogod-Lieder außer Super Saiyan 4 Vegeta. Und ich weiß, es gibt das Broly Banner, da ist die Chance ganz gut, aber ich überlege es mir, ob ich da... Nice! Das ist gut. Das ist cool. Fresh. Cyborg Nummer 16 auch am Start. Rose hätte ich natürlich ein Stück mehr gefeiert. Vor allem direkt so früh am Anfang. Und ist das der neue? Nein, das ist der. Ich hätte kurz gedacht, das wäre der INT Zamasu noch. Dann hätten wir 2 von 3. Den kann ich benutzen, falls ich den INT hier ziehen sollte. 10, 9. Oh nein, hier sind die Androids so sehr vertreten. Das wird richtig belastend. Aber mit 17 ist ja schon mal ein schöner Start gewesen. Schon mal besser als das Vegeto-Video, muss man damit sagen. Weil wir haben eine Featured-Karte gezogen. Das war's. Fresh! Ich habe sogar C17s übrig, heißt, ich könnte seine SA farmen. Ob ich es mache, weiß ich noch nicht. Es kostet immer recht viel zum Awaken. Aber ich habe ein recht freshes Extreme AGL-Team. Also ich habe 3 wichtige Einheiten jetzt schon mal. Diesen 17. Moment, ich habe C17, LR Vegeta, Rose, den Freezer, den Tank. 4 Stück schon mal. Ich muss mal gucken, was das Extreme, also das optimale Extreme-Team wäre bei AGL. Fresh. Schon mal ziemlich nice. Okay, guter Anfang, Leute, guter Anfang. Ich hoffe, wir können das so weitermachen und uns heute den Rose holen, weil dann habe ich ein wirklich extrem littes Team. Er wird auch sehr gut in mein Extreme STR-Team passen. Ich bin da dabei, LF Freezer zu awaken und Janemba, den Neogod, die dann natürlich zu awaken langsam. Das würde schön passen, muss man sagen. So, der 40er Summon. 10 Charaktere. Keine Animation, okay. Oh, Base Form. Bitte ein Crack Screen, kein Ultra Shaft. Oh Gott sei Dank. Ein It's Over Freezer. Wir haben wieder einen garantierten SSR hier. Ich hoffe natürlich auf Rose. Fingers crossed. Wir starten rein mit SR AGL Zamasu. Komm schon. Ah, wieder ein C17. Könnte ich zum Farmen nutzen. Ich habe schon, glaube ich, mehr als genug inzwischen, aber warum nicht? Raditz. Tech, wenn ich. Tech, physisch? Tech? Tech. Okay, Tech, Raditz.
Oh, ich hoffe wirklich sehr auf Rose. Ich hoffe wirklich sehr auf Rose. Das wäre jetzt wirklich sehr lit, nachdem wir Vegito schon so. Nachdem wir von Vegito so in den Arsch bekommen haben. Nein, oder? Das war letztes Mal genauso. Für eine non-featured schlechte SSR-Karte haben wir ein Bei. Bitte sag mir nicht, das ist die Karte, für die dieses Beigeist kam. Da muss noch mehr sein, weil der ist so schlecht und ich habe ihn schon. Nein, Alter, für eine Non-Featured-Karte, boah, nee. Können ja kotzen. C18. Komm schon, noch mehr, nochmal ein C17. Jetzt kann ich ihn auf SR20 wahrscheinlich inzwischen schon bringen. Noch ein C17, komm schon, noch ein Rose. Komm, noch ein Rose vor allem, einen Rose. Beim nächsten gucke ich jetzt nicht hin, einfach mal, ich muss... So. Ich höre auch nichts, der Sound ist aus bei Dokkan, wie ihr merkt, es ist ja immer eine Musik im Hintergrund. Es ist noch ein C... Ich habe 13, 17 in Folge bekommen. Das ist irgendwie auch lustig. Ich glaube, das war der letzte, oder? Nein, nochmal ein Rare Raditz. Und das war jetzt der letzte. Tatsächlich, wir haben dann... Oh, wir hatten einen Beigeist für den hier. Ich glaube sogar, er ist Awakebar, T-O-R. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube es. Also, er ist ganz schöner Durchschnitt. Ganz, ganz schöner Durchschnitt bis schlecht. Und ich habe ihn schon. Das macht es noch unschöner, ihn zu ziehen. Wir haben jetzt den Free-Multi vor uns und weiß gar nicht, ob das, ich habe keine Uhr rum, ich mache das nur mit davor, ob das der letzte sein wird. Ich will eigentlich danach, wie gesagt, nicht mehr, ich kann auch danach nicht mehr, 170 Dings, ja, ich muss den Rest dann für Vegito sparen. Heißt, wir machen jetzt den Group Summon. Sprich, nehmt eure Mobile Devices raus, ein Spiel eurer Wahl. One Piece, Treasure Cruise, Naruto Blazing, Dokkan Battle, von mir aus auch Overwatch oder wo auch immer man Lootboxen öffnen kann. Und geht mit mir zusammen in die Summon-Animation. No Dragonstones, mach ich doch gerne. So. Gleich wieder eine sicke Animation. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Schiffe wieder, das ist schon mal ganz gut. Okay, ich hoffe, ihr seid bereit, wenn ich pausiert das Video. Runterziehen, Instant Saiyan. Und auf 3 mit mir loslassen. 1, 2, 3. Schreibt mir gerne wie immer in die Kommentare, was ihr so gezogen habt. Oder markiert mich auf Twitter mit dem... Nein, 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 nein! Nein! Der Ultra-Chef! Super Saiyajin 1! Gott! Wieso passiert das? Fuck! Why? Als wäre ich nicht genug gestraft gewesen letztes Mal. Jetzt auch noch unter die Nase rein, dass es ein Dead Multi ist. Fuck! Schreibt mir trotzdem gerne auf Twitter mit dem Bild, was ihr gezogen habt. Besser als meins kann es nur sein. Ich meine, es kann nur besser als das hier sein. Weil wir werden jetzt... schön, damit kann ich mal ein SSR farmen. 10 Rares und SRs uns abholen. Vielleicht sind es immerhin mehr SRs als Rares. Ich weiß ja nicht. Nee. Oh Mann. Omega. C18. Sieht nicht so aus. Das gibt's nicht, Alter. Das kann doch nicht... Kann ich denn ernst sein? Jetzt werden auch noch mehr Rares als SRs. Ich glaube, ich habe das Spiel gar nicht auf Dings, war. Das wäre jetzt unschön gewesen, hätte ich eine Benachrichtigung bekommen. Das war richtig nett auf WhatsApp auszublenden, weil ich momentan noch nicht so viele eingespeichert habe. Ich glaube, wir sind jetzt bei 7 Rares oder 6. Das ist wundervoll. Oh, nochmal SR, immerhin, immerhin. Das kann ich nicht erzählen, dass es so ein Chef war. 17. Janemba. Hey, jetzt kann ich mein Janemba zu Ende fahren. Wow, wow, ein kleiner Erfolg. Wir haben einfach den Super Saiyan 1 Chef abbekommen. Wow. Und das Ding ist, da das hier so eine Dings-Summons waren, die Free-Dinger noch, habe ich keine Tickets bekommen. Wow. Dann kann ich den einzigen Summon hier jetzt auch noch machen. Ich glaube, so viel wird der jetzt auch nicht rausreißen. Schöne Scheiße. Hätte ich hier den Abschluss-Single machen sollen. Verdammt egal. Okay. Nichts. Baseform. Und wir hätten das mit einem Rare. Gott verdammt. Ein Dead Multi ist schon schlimm genug, aber damit eine Super Saiyan 1 Animation. Boah, das ist die Hölle. Ich habe noch 171 Stones, die werde ich dann wohl ins Tech Vegito Banner wieder investieren. 3 Multis, ein Free Multi erwarten uns dann im nächsten Video. Zum Abschied sage ich leise Scheiße. Na gut. Da würde ich trotzdem sagen, wenn es euch gefallen hat, würde es mich natürlich... Der Anfang war okay, der Anfang war durchwachsen, muss man sagen. Der 17 war ganz cool. Das war auch das einzig Gute in diesem Video. Wenn es euch dementsprechend trotzdem gefallen hat, mir Schleien zu sehen oder halt der Super 17 am Anfang, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet oder auch ein Abo, falls ihr neu seid, beziehungsweise die Glocke anmachen würdet, weil...
Ja, ich sag das jedes Mal wieder, sollten wir so einen Text dafür machen. YouTube zeigt nicht immer alles an. Falls ihr also nichts, wirklich gar nichts verpassen wollt, auch Glocke anmachen, freiwillig, jedem das seine. Wir sehen uns morgen bei einem neuen Dokkan Battle Video wieder. Oder später vielleicht bei einem Event, ich weiß noch nicht. Bis dahin, haut rein. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Tschernobyl und ciao.